Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Sim World 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute kümmern wir uns um das allerletzte Szenario von der neuen Strecke in Train Sim World 2, der LGV Mediterranee. Das letzte Szenario heißt abendliche Fahrten. 2 von 5 Schwierigkeit soll ungefähr 30 Minuten dauern. Und wir fahren einen abendlichen Zug nach Marseille und versuchen Verspätungen durch andauernde Bauarbeiten zu vermeiden. Ich bin sehr gespannt, wie die Bauarbeiten dargestellt werden. Wir haben den 20.06.2020 laut Szenario. Wir starten in Avignon um 20 Uhr. 9.000 Punkte für die Goldmedaille. Ja, Challenge accepted. Ich würde sagen, wir sehen uns in Endgame. Ui, Sonnenuntergang. Wir sind sogar, nee, wir sind doch da, wo wir vorher auch waren. Willkommen in Avignon. Heute fahren Sie beauftragt, heute wurden Sie beauftragt, diesen abendlichen Zug nach Marseille über Aix-en-Provence zu fahren. Bereiten Sie den Zug für die Abfahrt vor. Heißt, wir halten scheinbar auch in Aix-en-Provence. Hauptstadt ist aktiviert. Wir müssen die Türen öffnen für die Fahrgäste. Dann können wir ja schon mal die Sicherheitssysteme einmal VACMA aktivieren und KVB und TVM. Dann, da wir jetzt noch auf dem anderen Abstand sind, machen wir mal die Geschwindigkeitsvorgabe. Aktivieren wir sie mal und gehen auch schon mit der Geschwindigkeitsauswahl hoch auf 170 km pro Stunde. Dann sind die Fahrgäste eingestiegen. Kriegen wir die Türen. Wie gesagt, 9000 Punkte. Das Ziel für die Goldmedaille. Das war 250 Punkte nur. Zur Erinnerung, bei Aix-en-Provence finden in östlicher Richtung Bauarbeiten statt. Sie werden nun auf das Nebengleis umgeleitet, bis sie die entsprechende Stelle passiert haben. Bei Aix-en-Provence, wir werden jetzt schon. Was? Klang zumindest gerade so, als ob wir schon direkt, wobei jetzt ja eigentlich erst kurz vor Aix-en-Provence ist. Also werden wir jetzt schon umgeleitet oder nicht? Ein Zug, der hier nicht in Avignon hält. Ein TGV-Zug, der ja nicht hier in Avignon hält, fährt hier gerade vorbei. Machen wir, wie gesagt, mal auf hell. Ich versuche mich daran zu erinnern, dass wenn ein Gegenzug uns ein Gegenzug uns entgegenkommt, genau. Wenn uns ein Gegenzug, wenn uns ein Zug entgegenkommt, so. Meine Fresse. Dass ich dann das Ganze, die Scheinwerfer wieder reduziere. Aber ich glaube, wir werden kurz vor Aix-en-Provence umgeleitet. Aufs Nebengleis. Warum sollten wir jetzt schon irgendwie rüber irgendwo hingeleitet werden? Das ist der Blödsinn. Halbwegs panisch. Okay, wir fahren nur drei, dürfen nur 300? Sind wir nicht eigentlich in der 320er-Zone? Oder kamen sie erst noch? Wobei, weiß ich halt gar nicht mehr, ne? Wobei von 170 auf 300, na, ich weiß es nicht mehr. Erfolgreich wieder verdrängt, wenn man so möchte. Gucken, Moment. Der 26. ist ein Samstag. Da kommt dann ja sowieso Train Sim World. Ja gut, da habe ich ja sowieso schon Material aufgenommen.
das passt. Also ein bisschen, ich dachte mir einfach mal, also ich wollte eigentlich ursprünglich, kann ich jetzt auch schon mal sagen, habe eigentlich ursprünglich vorgehabt, dass ich dann über die Feiertage, sprich vom 24. bis zum 31. oder bis zum 1. eine ordentlich lange Tour mache im Fernbus-Simulator. Aber, nee, das hat zeitlich jetzt nicht einmal ganz hingehauen. Mal schauen. Also ich werde jetzt das so machen, dass ich halt für die Feiertage, also ursprünglich war es ja wie gesagt geplant vom 24. bis zum 31. nur bis zum 1. Oh, es fängt an zu regnen. Oh, bitte auch nicht nochmal einen Wetterumschwung. Ja, da wie gesagt gedacht, dass ich ja genau, was, wo war ich denn geblieben, was ich vergessen läuft. Also ich werde jetzt über die Feiertage, sprich über den 24., 25., 26. Quasi gesondert was geben. Also es wird keinen normalen Plan geben, wie sonst halt auch, sondern es gibt halt ein, so gesehen ein Sondervideo. So wie es auch ursprünglich geplant war mit dem Fernbus-Simulator, aber halt jetzt halt ein bisschen verhalten anderes Game und dann halt einfach nur ein Video pro Tag. Und gut, der 26. wird dann so sein, dass ich dann da auch wieder ein bisschen regulärer wieder zum Plan zurückgehe. Allerdings, aber der zweite Feiertag, also der zweite Weihnachtsfeiertag. Aber ja. Wie gesagt, Trains in World habe ich bereits schon aufgenommen. Von daher passt das. Und dann ja, mal schauen. Ich bin noch am Strugglen. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Vielleicht, dass ich dann vom 27. bis zum 31. dann Fernbus-Simulator bringe. Könnte man überlegen, also ich überlege es mir noch, ich habe noch ein bisschen Zeit bis zum 27. Also nicht viel, aber ein bisschen Zeit. Das ist auch ist nice hier im abendlichen Südfrankreich zu fahren. Wir werden noch in 10 Minuten sollen wir dort sein. Und vor Aix-en-Provence war ja, meine ich, noch Baustellen, nur abendliche Bauarbeiten. Könnte ja nochmal interessant werden, wo er nochmal das Gleis wechseln.
Aber ich dachte immer, so ein kleines Special-Ding kann man schon machen. Auch wenn ich mir nicht viel aus dem Feiertag mache. Aber ja. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ei auf, genau. Da fällt mir ein, ich könnte ja mir soll noch ein bisschen mehr Hausaufgaben mitnehmen. Also ein bisschen mehr Feiertagsaufgaben mitnehmen. Damit auch andere Projekte mal ein bisschen weiter vorankommen. Die ich hier leider ein bisschen schleifen lasse. So, 35 Kilometer haben wir noch. Aus dem spannenderen Teil. Ein Drittel der Punkte für die Körperseite haben wir mittlerweile uns eingefahren. Wir bekommen nochmal 1000 Punkte für Aix-en-Provence und 1000 Punkte für Marseille-Saint-Charles. Sprich, 2000 Punkte sind auch schon mal sicher. Das heißt, wir haben dann ja 6000 auf alle Fälle sicher und den Rest fahren wir auch noch ein. Das ist ja ganz gute Strecke. Ich meine, wir bekommen ja gerade 30 Punkte innerhalb von 5 Sekunden. 5 Sekunden Takt. Und das war sogar gut geschätzt, sehr gut geschätzt. Das sind tatsächlich 5 Sekunden. Ich habe gerade mal kurz leise vor mich hingezählt. Aber Sonnenuntergang hier durch, das war natürlich auch nice. Prinzipiell fände ich es. Also. Ich sag mal so, man könnte natürlich auch einstellen, dass man hier im Winter durchfährt, ne? Aber wie wahrscheinlich ist das? Also klar, es ist garantiert, also es ist, kann vorkommen und so, ne? Ich meine, in Spanien hat es ja auch mal geschneit oder kann es ja auch mal geschneit haben. Wo hat es ja auch mal geschneit und so. Also möglich ist es, ne, so durch ein, ich denke mal, durch ein Lakeside-Effekt ist das machbar. Äußerst also die Wahrscheinlichkeit ist gering, also es müssen natürlich äußerst viele Faktoren halt noch mit, die damit einspielen, dass es halt überhaupt machbar ist. Von daher denke ich mal, werde ich halt in solchen Fällen auch immer darauf achten, ob das halt Sinn ergibt, dass halt Schnee liegt, werden wir halt mit dem Zufallsgenerator da durchgehen. Ansonsten, ja, machen wir es vielleicht da winterlich, weiß ich nicht. Machen wir es dann vielleicht winterlich, aber halt ohne Schnee. Das wird dann quasi benutzerdefiniert dran gehen, wenn wir halt per Zufallsprinzip hier unseren Spaß im Fahrplanmodus haben. Oh. Fast vergessen, die Dingslichter runterzudrehen.
Kommen wir nochmal in der Nachricht von wegen hier, pipapo. Wir sind vor Aix-en-Provence. Hier sind Bauarbeiten. Wir werden sie aufs Gegengleis leiten. Passen sie auf. Werden wir sehen. Aber das Umschalten, das haben wir jetzt ja mittlerweile mehr oder weniger ganz gut drauf, würde ich sagen. Also das Umschalten von den von LGV auf Gleichstrom und so. Und dann weiterfahren, ohne stehen zu bleiben. Einmal habe ich es hinbekommen, das heißt in der Theorie, weil ich dann müsste ich es wissen. Da das ja gezieltes Vorgehen war. So, hier wird nice die Eisen. Muss ich nochmal gucken, ob ich dann entweder im neuen Jahr oder. Ich muss mal überlegen, ob ich im neuen Jahr oder. Das noch in diesem Jahr mache, dass ich mir neue Kopfhörer bestelle. Wobei, nee, ich glaube, ich. Ich versuche das so lange es geht hinaus zu hören. Ich glaube, ich warte bis. Zum neuen Jahr und mache das dann irgendwie so um den 10. Januar rum, dass ich mir neue Kopfhörer wenn dann bestelle, einfach damit die wahrscheinlich sowieso schon komplett überlasteten Paketdienste nicht noch mehr überlastet werden, die ja sowieso wahrscheinlich schon wieder zu den Feiertagen oder nach den Feiertagen und zwischen den Feiertagen wieder bombardiert werden mit Rücksendungen. Also es sackt halt schon rein. Also prinzipiell die Kopfhörer sind auch funktioniert. Also der Wackelkontakt, den habe ich auch schon seit. Da müsste ich lügen. Schon sehr, sehr lange. Ich würde fast sagen, der Wackelkontakt, der besteht schon seit einem halben Jahr. Oder länger vielleicht sogar. Ganz genau weiß ich es nicht, aber man konnte ziemlich lange damit leben. Und jetzt hat es halt irgendwie. Wobei es gab auch schon mal so eine Phase, wo die Projektion halt irgendwie weird war. Aber ich meine, es ist ja nie verkehrt, auch mal Ersatzkopfhörer zu haben, wenn es dann mal wirklich nicht nur der Wackelkontakt ist, sondern. Auch irgendwie das Sound überhaupt nicht mehr übertragen wird und so. Ja, also mit dem Motorbremsen und so, das haben wir mittlerweile schon drauf, ne? Der mittlerweile. Ah, okay. Ach, hat die 170 geblinkt? Okay. Da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet, ob da jetzt eine 170 war, die geblinkt hat oder nicht. Gehen wir mal runter auf 120. Lass uns schon mal so runterbremsen. Und ging jetzt noch mit voller Leistung weiter auf 60 runter. Oder waren die Bauarbeiten dann doch danach? Muss ja dann danach sein, weil bisher war ja nichts. Ich bin verwirrt. Ich muss auch nicht nachbremsen.
Das habe ich jetzt diesmal gut verkackt. Das habe ich diesmal mehr als nur verkackt. Ich habe keine Ahnung, wo das landen ist. 470 Punkte nur. Läuft. Und auch zeitlich gesehen echt fucking spät. Lol. Gar nicht mitbekommen, was wir so kacke unterwegs waren. Also gut, das Bremsen war jetzt echt Käse. Oh, wenn wir schon mal hier sind, in Aix-en-Provence, da haben wir ja vorne noch ein Schild. Wenn wir schon so nah hier vorne sind, kleistern wir das mal kurz an. Okay, wir müssen mal eben hinrennen. Das erste von 20 zu verboten schildern. Schon einsteigen, wir haben es eilig. Wir haben noch Bauarbeiten vor uns. Türen verriegeln. Wir können die Bremsen wieder lösen. So sieht es auch viel nicer aus als nur ein weißes Schild. Und jetzt fahren wir über die Schottstrecke rüber. Jetzt fahren wir erstmal Richtung Schottstrecke. Das sieht auch so aus wie ein Schild, wo man noch was reinklatschen könnte, ne? Dann erhöhen wir das Ganze mal auf 160 km pro Stunde. Dann können wir auch gleich wieder auf. Ich verstehe es nicht. Es war doch vor Aix-en-Provence, hieß es doch, dass es Bauarbeiten gab, oder nicht? Ne, hier haben wir Bauarbeiten. War ja nicht so viel. Ich habe bis an Bauarbeiten gedacht. Und nicht an eine Arbeit an einem Mast. Wir fahren ja eh nur 160, passt ja, oder wir sind noch nicht mal bei 160. Haben wir jetzt hier aber die Schutzstrecke komplett auf der Gegenspur oder nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Das sind mal 6800 Punkten. Ich denke mal, wir fahren nochmal. Okay, oder auch nicht. Ich dachte, wir wechseln nochmal hier den Bums. Aber offenbar nicht. Mir soll es prinzipiell egal sein, ne? Das Szenario weiß schon, was es mit uns macht. Dann machen wir es nämlich auch ein bisschen später. Ich würde sagen, so ab 1 Kilometer vielleicht, dass ich das Ganze dann umschalte. Dann setze ich einfach schon ein bisschen länger hier. Also der Notfalls muss ich es dann halt so machen, dass ich halt die Spiele ohne Sound quasi fahre. Und dann, spielen wir mal das Szenario durch, die Kopfhörer geben. Zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten und Neujahr den Geist auf. Dann
komplett den Geist auf, so dass man halt gar nicht mal den Wackelkontakt irgendwie aushebeln kann, dann ist es halt so, da muss ich halt trotz des Bad Feelings dann halt die das Ganze dann halt ohne irgendwas auf dem Ohr zu haben machen. Irgendwas auf dem Ohr zu haben zu machen. Muss ich halt dann die Aufnahmen und halt auch dann eventuell auch die Streams halt dann komplett ohne Sound für mich fahren, machen, tun. Ihr habt dann natürlich noch irgendwie Sound und so, aber dann muss ich halt dann einfach damit leben, dass ich halt dann erstmal das Ganze ohne mache. Senken, runter auf Gleichstrom. Dann das Ganze wieder heben. Jetzt einmal da drauf drücken. Ups. Auf meine Steuerung das Ganze noch ändern. Oh, wir hatten noch die Bremse angelegt, da war ja was. Schon wieder vergessen, aber diesmal sind wir nicht unter 100 Kilometer pro Stunde gekommen. Letztes Mal sind wir, glaube ich, auf 90 oder so, oder 98, 88 oder sowas abgerutscht. Ich könnte nochmal den. Ich glaube, es hat geklingelt, ich habe keine Ahnung. So. Hä? Okay. Aber sind wir. Okay. Ich habe gerade eben nochmal zwischen den kurzen, während der großen Pause da ein bisschen gewinnen bekommen, dass ich, also ich habe das Mikrofon, was ich, oder das Headset, was ich habe, ist aus der Collector's Edition von Ghost Recon Wildlands, von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, sprich, es ist halt quasi, nimm es mal so ein Headset-Ding, was man halt kennt aus solchen, also vom Stil her aus solchen Filmen, wo Leute halt in ihren Helikoptern, also quasi US Army-like mäßig, naja, wenn der Collector's Edition und so weiter, wenn du wüsstest, ich glaube schnell, was ich meine, häufig halt solche Kopfhörer halt, wo man halt auch noch ein Mikrofon hat und hat so ein verstellbares Ding, dass man halt das Mikrofon aktivieren kann oder deaktivieren kann halt für. Habe ich das genau, und da ist halt so ein nennen wir es mal so ein Mittelkonsolen-Ding, ne? Also quasi so ein Verschluss, wo man halt quasi das aktivieren kann und deaktivieren kann, die Lautstärke höher machen kann und so weiter. Und ein Kabel geht halt rein, ein Kabel geht raus, und da gab es halt gerade eben irgendwie durchs Rum Fackeln mehr oder weniger öffnen können. Dann dachte ich mir, okay, ich wollte sowieso nochmal öffnen und reingucken, wie das denn so ist. Ob da es halt Wackelkontakt ist, ob da ist, dass es halt daran liegen muss. Und tatsächlich, da sind, glaube ich, bei dem Verbindungsstück, muss ich überlegen, bei dem Verbindungsstück zu. Also quasi von dem Klinkenverschluss zu dem Mittelkonsolending, nennen wir es mal einfach so, ist eins von vier oder drei Kabel nicht mehr drin, sondern bauen wir da so ein bisschen vor sich hin. Das ist das Problem, weswegen ich halt, vielleicht ist das der Wackelkontakt, vielleicht ist er aber auch noch bei den anderen, die da halt schon
fest da drin sind. Vielleicht ist halt auch da ein Ding, was halt ein bisschen rumbaumelt. Aber eins von denen ist auf alle Fälle lose, das könnte man zumindest schon mal erkennen. Also wir bei Marseille bei Nacht. Aber ich kann es im Prinzip sogar ein bisschen umgehen, indem ich einfach die Windows-Lautstärke lauter mache, nur ja. Auch ein bisschen ungewohnt. Reduzieren wir das einfach nochmal. Wartet der schon irgendwie auf uns oder so? Wir sind aber relativ früh da, ne? Wir sind pünktlich da. In etwa. Hat er jetzt auch noch hinten Licht dann, okay? Das, ja. Oh. Können wir auch mal ausmachen. Brauchen wir nicht mehr. Räumen wir mal langsam in den Bahnhof von Marseille rein. Aber dafür, dass wir Verspätung hatten in Aix-en-Provence, da waren wir anderthalb Minuten zu spät, haben wir es noch ganz gut geschafft bis Marseille. Was, wir fahren noch weiter? Aber wir beenden die Fahrt danach wahrscheinlich auch nochmal. Wir werden den wahrscheinlich auch nochmal abrüsten und durch die Waschanlage fahren, wo, was halt sinnfrei ist, weil wir weil es regnet, aber gut. Mission ist Mission. Aber werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig und gehen Sie sicher, dass alles okay ist, bevor Sie die Türen öffnen. Ja, wird schon stimmen. Das wollte ich tatsächlich doch noch rausgucken, aber gut. Man sieht ja sowieso kaum was nach. So, ursprünglich hatte ich anfangs so ein bisschen Problem hier mit dem Klinkending, dass man da auch ein bisschen rum. Ich wollte nicht die Tür öffnen. Ich wollte die Fahrgasttüren schließen. Perfekt, wir haben 75 Punkte. Der Rangierführer hat sie gebeten, ihren zu gerücktwärts in das Abschlaggleis zu fahren, anstatt den Führerschein zu wechseln. Prüfen Sie, ob die Strecke frei ist und breiten Sie den Hause. Hell soll man das alles lesen können. Und bereiten Sie Ihren Zug für die Fahrt vor. Der Rangierführer wird Ihnen beim Rückwärtsfahren helfen. Hören Sie auf seine Anweisung. Oh. Rangierführer, Fahrer von TGV 125. Können Sie mich hören? Ja. Hier ist der Fahrer von TGV 125. Ich kann Sie hören. Okay, wir fahren auf das Nebengleis Marseille Saint-Charles G12. Das Signal gibt Ihnen schon den Fahrbefehl. Wenn Sie bereit sind, können Sie los. Ich wiederhole, wir fahren auf das Nebengleis Marseille Saint-Charles G12. Das Signal gibt mir einen Fahrbefehl. Ich fahre jetzt los. Oh, wir sind ja schon auf rückwärts, geil. Sie können weiterfahren, wenn Sie bereit sind.
Und witzigerweise, seitdem ich das wieder zugemacht habe, habe ich das Gefühl, ich kann den Wackelkontakt gar nicht mehr erzeugen. Das heißt, ich habe jetzt quasi nur noch dumpf. Das ist halt auch super. Wunderbar. Dann räumen wir mal zurück. Sind das alles einzelne Punkte? Nö. Es ist noch eine Menge, was vor uns ist. Weiter. Weiter. Ob auch noch mal mehr sagt. Und da sind 550 Punkte haben wir mittlerweile. Da war ja was, das haben wir nochmal aktiviert. Nein, nochmal jetzt deaktivieren. Weiter! Ah, auch nicht schlecht. Dass wir quasi in direkten Kontakt immer jetzt mit dem Rangierführer sind. Noch etwa 50 Meter. Oh. Noch etwa 40 Meter, okay. Noch etwa 30 Meter. Noch etwa 20 Meter. Etwa 10 Meter halten. Alles klar, das war's. Rüsten Sie den Zug ab und genießen Sie den Feierabend. 10.000 Punkte haben wir. Machen wir kurz Lichter für an. Leistungsregler, Kombihebel aus. Okay, es wird auch schon wieder eine Notbremsung. Aber ich lege sie wieder einfach an. Neutrale Bremse drücken, Fahrmodus aus, Richtungswende auf neutral, aufgerüstet abstellen, Knopf drücken, dann Leistungsregler, Leistungsschalter meine ich natürlich auf aus, Stromabnehmer senken, dann Hauptschalter aus, dann noch die Hilfsbatterie ausmachen. Au, gute Arbeit, damit sind Ihre Aufgaben hier erledigt. Verlassen Sie den Zug und machen Sie eine Pause. Doch irgendwie eine Tür gehabt, oder nicht? Schön weit weggehen, ich verstehe. LGV, a great triumph. Achievement unlocked. Ja. Kurve Level 39. 38 Minuten haben wir benötigt. Wir sind Level 8 auf der LGV Mediterranee.
Individual Breaks auf Level 9, 38 Minuten haben wir dafür benötigt, 94,06 Kilometer zurückgelegt, 110 Meter sind wir gelaufen. Wir bekommen 10.042 Punkte und eine Goldmedaille. Und das war's, meine Freunde, das war das letzte Szenario. Das fünfte Szenario von der LGV Mediterranee heißt beim nächsten Mal, für diejenigen, die es bei mir noch nicht kennen, heißt beim nächsten Mal, wenn wir wieder auf der LGV Mediterranee fahren, was wir definitiv doch auch tun werden, werden wir uns um den Fahrplanmodus kümmern. Sprich, ich werde per Zufallsgenerator hier das Wetter quasi machen und dann nochmal hier von wegen hier, wie wir das im Herbst, wie wir es im Winter machen. Wir werden dann gucken, beispielsweise, okay, es gibt nebligen Herbst, Wintertag, Winterschneesturm, schneereicher Wintertag und klarer Wintertag. Fünf sogar mit dem Bewölkten noch. Sprich, wir werden dann einfach immer den Schneegrad auf Null machen. Wir werden bei jedem Mal den Schneegrad auf Null machen. Einfach aus dem Grund. Ja, da haben wir halt hier ein bisschen Schnee. Das ist dann ja auch nicht allzu wild. Ein bisschen Sonne oder so, wenig Niederschlag. Also wir werden es halt immer so machen, als wir den Schneegrad halt hier auf der LGV Mediterranee komplett rausnehmen. Genau. Einfach, weil ich das für die Strecke hier irrelevant finde. Und halt, wie gesagt, wir haben halt mit dem TGV Duplex ja, wie wir sehen konnten, 52 Möglichkeiten. Dann wird halt auch per Zufallsgenerator geguckt, welchen Fahrplan wir nehmen. Und den Fahrplan, den fahren wir dann auch. Wir nehmen wir einfach alles, was der Zufallsgenerator uns so liefert. 18 von 64 Nebenaufgaben erledigt, mehr als ein Viertel. Ja, in dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Friends in World 2 Video wieder.